Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und die Höllengrube ist zurück. Und ich werde jetzt mal meine tägliche und damit auch die erste Runde in der Höllengrube absolvieren. Gelabert wird hier nicht mehr, ich krieg dann Höllenspeicher. Die Belohnungen, die wir euch anbieten, unterscheiden sich völlig. Ach, jetzt redet er. Gucken wir uns einfach mal das goldene Streitross an. Ich finde es ja nach wie vor hässlich, aber manche finden das ja schön. Geschmack liegt ja immer im Auge des Betrachters. So, ich muss hier in diese Grube und sagen, bringt mich da hinein. Es ist niemals zu spät. Und der nächste Ladescreen des Todes. So, jetzt muss ich noch den Vertrag da unterschreiben, indem ich meine Seele verkaufe. Ja, alles klar. Und jetzt macht die Tür uff. Und das Schlimme ist, es sind 5 Runden. Ah, wenn ich mich recht erinnere, 2 Minuten, die man durchhalten muss. Ich bin echt gespannt, wie einfach oder so schwer sie es gemacht haben. Also früher, als das Maximallevel noch 80 war und die Höllengrube da war, sind sehr viele, also eigentlich fast alle Spieler, die im Midgame steckten, also noch nicht super Endausrüstung hatten, in der ersten Woche hier stecken geblieben. Die kamen maximal bis zur zweiten Woche, von den 3 Wochen, die dieses Event dauert. Und dann war vorbei. Die war einfach zu schwer. Die Gegnerwellen haben einen überrannt. Die Fernkämpfer mit Feuerschaden haben einen weggebritzelt. Hatte man keine Heilgefährten, Heilsteine und Schriftrollen des Lebens, war man sehr schnell draußen. Und mit der richtigen Ausrüstung war das gerade mal so machbar. Für manche einfacher, für manche schwerer. Natürlich immer Leute, die sagen, war total pipi einfach. Aber die Masse der Leute hat sich halt echt beschwert, dass dieses Solo-Event zu hart ist. Und ich muss mal so sagen, gefühlt bis jetzt passiert hier nichts. Also ein bisschen Leben verlieren, aber das ist ja ein Witz. Also meine Taktik war schon immer hier am Rand langlaufen, niemals in der Mitte stehen, weil dann die Gegner von allen Seiten auf einen einprügeln, sondern ich renne immer an der Außenwand lang, aber ich muss hier gar nichts tun. Die kümmern sich um meinen Gefährten hier, der mehr Aggro hat als ich, rennt zu ihm und ich kann sie in aller Seelenruhe von hinten auch wegmachen. Ha. Bin jetzt extra auf AOEs gelungen, weil ich dachte, hier kommen so viele üble, böse, wilde Watze. Aber das ist ja nix. So, 20 Sekunden noch. Haben wir die erste Runde geschafft. Das ist nur Zeitüberstehen. Also theoretisch könnt ihr auch hier 2 Minuten rumlaufen und alle Gegner spawnen lassen und sie dann mit einem Schlag alle zusammen wegmachen. Finde ich aber noch langweiliger. Also ich renne auch immer zuerst zu den Fernkämpfern hin, weil die einem so von hinten immer schön Pfeile oder Flammen in den Rücken schießen. Oh, hallo. Hast du deine Schwester mitgebracht? Eineiige Zwillinge, was? Und denselben Schneider habt ihr auch. Hat Mutti euch wieder die gleichen Klamotten rausgelegt, wa? Hehe. Na dann. Tschüss. So, nächste Runde. 2 Minuten. So, haben wir einen Fernkämpfer. Jo, da hinten, so ein Feuereicher. Komm her, du. Okay, Nahkämpfer. Am Bogenschütze. Du weg. Da ist ein Bogi da hinten. So, in jeder Runde wird ja so ein super Bonusteil runtergelegt. Der Schuh macht mich einfach schneller. Das, was ich aufgenommen habe, der Totenschädel, der lässt Feuer vom Himmel regnen. Dann gibt es noch ein Schild, das euch vorübergehende Trefferpunkte gibt, also so ein Schild praktisch über eure Trefferpunkte. Und dann noch ein Herz, das euch tatsächlich heilt. Ja. Aber so richtig brauche ich das hier nicht. Also bisher zumindest. Das ist ja irgendwie fast schon enttäuschend, wie wenig Schaden die hier machen. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass die drauf reagieren wollen, wenn die Masse der Spieler, die im Midgame stecken, also Anfänger und Leute, die gerade mal so im Farmen sind, dass die alle sagen, oh, das schaffen wir nicht, das ist viel zu schwer. Aber so ein bisschen Herausforderung wäre trotzdem irgendwie cool, oder? Also ich meine, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das jetzt als schwer empfunden habt, mit
eurer Gegenstandsstufe und eurer Ausrüstung. Man wird hier sowieso skaliert. Also insofern haben wir alle die gleichen Trefferpunkte und den gleichen Grundschaden hier. Die Ausrüstung ist eben der Unterschied mit dem ganzen Anlegeboni und so. Aber das, ich bin ein wenig irritiert, ihr merkt es. Also das ist irgendwie nichts hier. Das ist jetzt irgendwie 10 Minuten Lebenszeit, wenn das so weitergeht, die ich gerne in was anderes investieren würde. Ich meine, der Shop ist super geil von diesen 21-Tage-Events. Da kann man nichts... Ihr habt ja euren Bruder mitgebracht. Okay. Der Shop ist super geil von diesen 21-Tage-Events. Nichts dann zu meckern. Also neben dem Shop für die Herausforderung des Schnitters sind das so die beiden besten Shops, die wir haben. Vielleicht noch vergangene Kampagnen, wo man Glyphen und ein paar Aufwertungsmarken kaufen kann, aber... Ja, das ist irgendwie... Ja, die platzen. Also, die platzen wirklich alle so weg. Also, da müsst ihr dann halt nur täglich irgendwie eure 10 Minuten investieren oder mit Ladescreen und machen und tun und so. Vielleicht 12 Minuten. Dann habt ihr auf jeden Fall eure Marken verdient. Aber macht das bitte täglich. Nicht vergessen oder so. Sonst fehlt euch nachher noch irgendwie was am Ende. Weil erst in der letzten Woche gibt es denn die Marken für den geilen Scheiß in dem Laden. Also ihr müsst 14 Tage durchhalten. Und erst dann wird es richtig cool mit den Belohnungen. Am Ende jeder Woche gibt es dann auch noch einen Bossfight. Aber wenn der auch so oft dem Niveau ist... Also selbst wenn jetzt jede Woche... wie es ja geplant ist, die Schwierigkeit sich erhöht. Das wird nicht mehr als 10% sein, dann ist das immer noch lächerlich hier. Also. Also auf... Ich weiß nicht mal, auf welchem Niveau die hier so sind. Also das ist irgendwie... Fast jede Kampagne oder jedes Abenteuer ist irgendwie schwerer als das hier, weil... muss irgendwie fast nichts machen und die Gegner fallen so um. Die platzen einfach. Was ist das? Ist das jetzt der neue Schwierigkeitsgrad? Ich meine, so ein bisschen Herausforderung wäre cool. Also, finde ich. Muss ja nicht ultimativ hart sein, aber wenn ich die nur angucke, oder andersrum, ich stelle meinen Gefährten da irgendwo hin und der macht das schon. Also, ich renne ja auch nur rum, weil mir sonst schnell langweilig wird, aber... Okay, zwei Brüder, zwei Schwestern, alle gleich angezogen. Mutti hat allen dasselbe rausgelegt. Mann, 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 du. Wobei, der Schneider verdient sich hier dumm und dusselig. Immer die gleichen Klamotten, das ist schon automatisiert, aber... Ja, will jeder haben. Na gut. So, zum Fernkämpfer, dem da... Bums, bums, so. Noch ein bisschen drauf, jetzt renne ich mal wieder weg. So, mein Gefährte macht sie alle weg. Schön, sehr schön. Also ich, ja. Ich würde jetzt sagen, geile Sache, aber... Sie haben es wirklich einfach nur so runtergerechnet, dass es wirklich jeder Dummi schaffen kann. Ich meine, nett, dass sie auch wollen, dass wirklich... Jeder, der gerade mal so die Gegenstandsstufenanforderungen erfüllt, das hier schaffen kann, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie schlecht meine Ausrüstung sein müsste, um das hier nicht zu schaffen. Das ist ja echt. Ja, also nichts, was irgendwie einem Endgamer im Weg stehen würde. Das ist wirklich ein bisschen was, hat das echt was von vergeudeter Lebenszeit. Ich will aber nicht jammern, es gibt coolen Scheiß am Ende, aber... Also ich glaube, ich bin sogar intern für mich gerade so weit, dass ich sage, wenn ich in den nächsten 14 Tagen irgendwie meinen Zen umgewandelt kriege, also meinen Astrale in Zen umgewandelt und ausgezahlt kriege, was irgendwie jetzt so der Fall sein müsste in den nächsten, na, hoffen wir mal, 2-3 Wochen, dann würde ich ernsthaft überlegen, mir den Buyout hier zu holen. Das Schöne ist ja, dass mit jedem Tag, den ich normal laufe, der Preis sinkt. Am Ende bezahle ich wahrscheinlich nur noch irgendwie 50 Cent oder so, aber das ist ja echt irgendwie...
Not so great. Da wollen wir rumrennen. Wenn ich jetzt noch einen Heilgefährten rausnehmen würde, so einen, der ein bisschen heilt und ein bisschen kämpft, ich glaube, dann habe ich ja nichts mehr zu tun. Also da verliere ich dann gar kein Leben mehr. Okay, du fällst auch um. Jawohl. So, vier Schwestern, ein Bruder. Juhu. Und er tanzt entgegengesetzt. Wieder mal kein Rhythmusgefühl, der Junge. Meine Güte. Du wieder. In der Disco fällst du auch auf, wenn du so tanzt. Tschüss. So, Runde 5 von 5. 2 Minuten. Ja, geh wieder an den Rand. Oh, jetzt kommen mal dickere. Cool. Und? Bums. Oh, ne. Hm. Okay. 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 So, grüner Drache, Mama, wat? Jo, wir sind schon fast tot da. Cool. Du auch? Komm her hier. Komm her hier. So, ich gehe nach Hause. Das wird mir nichts. Ups, wer hat das Licht ausgemacht? Verdammt. Da hat einer den Lichtschalter gedrückt. Wer war das? Ich habe Angst im Dunkeln. Ja. Nalfischnees. Ja. Okay. Ja, okay, also die Froschgegner da sind zwar eigentlich echt übel, aber selbst hier mach doch mal was, weil normalerweise machen die nicht nur diese roten Flächen, die explodieren, sondern die spawnen auch noch andere Gegner und so. Ja, so ein paar machen sie tatsächlich, aber die fallen alle sofort um. Hauch dich an! Und weg. Ja, sehr schön. 13 Sekunden! Nee, das ist not nice. 4 Sekunden noch, so eine Gegnertruppe noch, wie ich die umgehauen habe, ist es vorbei. Tü-tün. Plim. Ja, das war ein Tag in der Höllengrube. 10 Minuten. Ja. Kann man natürlich sagen, warum jammert der so, weil es nicht so schwer ist. Ist doch schön, wenn es einfach ist. Naja, aber so ein bisschen, also ein Hauch von Herausforderung hätte ich ja gerne. Also auch, muss nur ein Hauch sein. Ich bin ja schon mit wenig zufrieden, aber Das Schlimme ist, man spawnt dann auch noch oben in der Protectors, muss erstmal wieder runter zu dem Auftraggeber. Ich meine, warum spawnt man nicht direkt wieder da unten? Das ist bei anderen Sachen doch auch einfach so. Nein, wir spawnen da oben, damit wir auch ja einen weiten Weg haben oder sogar vergessen, dass wir da runter müssen, um unsere tägliche Marke einzufordern. So, gib mal her den Scheiß hier. Hü! Jawohl, 2 Teilnahmeabzeichen. Okay. So, das einzig Gute an diesem Event ist der Shop. Es ist ja der 21-Tage-Eventladen, der immer gleich ist. Mit Gefährtenaufwertungsmarken, Reittieraufwertungsmarken, Steinen, Glyphen, Verzauberung und so. Ist schon ganz geil für die Teilnahmeabzeichen. Kann man immer mal gebrauchen. Herausforderungen sind die ganzen Überladungsplatzverzauberungen. Mit mehr Gesamtschaden, kritischen Trefferschaden, Aktionspunkten, maximalen Trefferpunkten und, Schutz in der Bewahrung. So, und hier, oh, ich habe schon 4 angespart wieder. Mit diesem Event gibt es den 5. Dann könnte ich mir vielleicht einen Gefährten holen oder ein Reittier. Ja, naja, immerhin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genug des Jammerns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.